Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Enslaved Odyssey to the West. In der letzten Folge haben wir den Bosskampf geschafft und zusätzlich einen Feuerlöscher gefunden, mit dem Trip unsere Wunden heilen kann. Ziemlich praktisch wahrscheinlich, aber wir müssen den Feuerlöscher, glaube ich, aufladen. Was ist das? Gott, sieht das creepy aus. Was ist das? Was zum Teufel? Erinnerung? Alles okay? Hast du nichts gesehen? Maggie, da war nichts zu sehen. Ich drehe vor langsam durch. Das könnte an deinem Stirnband liegen. Es ist mit deinem Gehirn verkabelt. Es könnte Halluzinationen auslösen. Toll. Großartig. Das wird ja immer besser. Tut mir leid. Sie ist doch so eine Hackerin. Kann sie das nicht... Das waren übrigens gerade, glaube ich, irgendwelche Büroleute, die hier gearbeitet haben, ne? In dem Haus. Als die Erde noch heil war. Kann sie das Stirnband nicht irgendwie reparieren? Ich meine, sie ist doch hier die übelste Hackerin und so. Kann sie da nicht irgendwie machen, dass es... was heißt reparieren? Kann sie das nicht irgendwie so umbauen, dass es uns nicht mehr wehtut und so? Ich meine, die Vorteile liegen ja auf der Hand, ne? Hier die Verbundenheit und die... Der Audiokontakt und so weiter, aber ich weiß ja gar nicht, ob das noch nötig ist, Monkey zu versklaven. Ich meine, der wirkt doch eigentlich ganz nett, der Typ. Zum Klettern. Also, da hoch. Okay. Schafft sie das? Treppen steigen, Leitern steigen wird sie wohl noch hinkriegen. Es wäre äußerst traurig, wenn nicht. Und wir bahnen uns weiter den Weg durch die kaputten Bürogebäude, die übrigens erstaunlicherweise alle anscheinend aus Stein sind. Wir haben vielleicht ein Problem. Einer dieser Mechs hat ein Schild. Ah. Warte hier, ich mache einen Scan. Da werden wir wohl irgendwie eine besondere Taktik anwenden. Das ist unser Weg raus. Ich markiere ihn. Mit dem Mech da auf der linken Seite stimmt was nicht. Ich glaube, sein Feuerarm ist abnehmbar. Okay, vielleicht kann ich ihn abreißen. Dafür musst du dabei erstmal drankommen. Sie sind aktiviert! Hätte ich das jetzt irgendwie klüger lösen können, oder... Brauche ich mir da jetzt keine Sorgen zu machen. Ja, danke. Jetzt habe ich den einmal abgeschossen. Das ist aber ein bisschen wenig. Der andere hat sich irgendwie zurückgezogen, sodass ich ihn nicht mehr abballern kann. Ups. Ja, ist ja gut. Nicht ausrasten. Da ist er wieder. Ich werde mich einfach mal ein bisschen vorantasten. Hoffen, dass sie mich von hier aus nicht erwischen können. Ich kann den doch bestimmt per Schuss, den einen per Schuss ausschalten. Wenn Trip ihn ablenkt. Ja. Dann haben wir nämlich nur noch einen, der auf uns ballert. Und wir müssen uns jetzt wahrscheinlich irgendwie an den anderen rantasten. Da links ist eine Stange, da können wir rüber. Können aber auch geradeaus. Ich glaube, ich werde es mal... Nee, ich glaube, ich werde es links lang probieren. Denn geradeaus würde es wahrscheinlich nur zu dem anderen Mech gehen, den wir schon
ausgeschaltet haben. Schneller. Schneller, Monkey, schneller. Okay, von hier aus kriegt er uns nicht. Ob wir von hier wohl... Ja, mit der Stun-Attacke, wenn ich noch wüsste, wie die geht. Bitte kein Quicktime, bitte kein Quicktime-Event. Ich hasse Quicktime-Events. Oh mein Gott, eine Minigun. Eine Minigun. Du hast es geschafft. Okay, jetzt geh zur Leiter und stoß hier runter. Wir haben eine Minigun. Ich finde das so cool. Oh, jetzt habe ich sie fallen lassen. Shit. Ich finde das so cool, wie neue Aspekte des Spiels irgendwie immer in so einem kleinen Event inszeniert werden. Ja, irgendwie muss ich jetzt wohl wieder zurück. Ich spring mal hier rüber. Was ist das? Achso, das ist ein Medipack einfach nur. Okay. Komme ich da rüber? Oh Gott. Ja, okay. Wo ist sie jetzt? Wo ist Trip? Da. Nur, was muss ich jetzt machen mit ihr? Sie jetzt rüberwerfen? Wahrscheinlich. Ah ne, ich kann auch überspringen mit ihr. Cool. Aber das geht nicht. Wie kann... Ach, die Leiter. Ja, die Leiter. Ich hatte die Leiter vergessen. Die ist hier oben, ne? Ja. Dann gehen wir nochmal rüber. Und versuchen da irgendwie hinzukommen. Ja. Das wird wahrscheinlich da oben sein, irgendwo. Hier sieht's doch gut aus. Ja, manchmal muss man so ein bisschen gucken, dass man die richtigen Wege findet. Aber das sieht tatsächlich sehr gut aus. Alles klar. Zack. Sehr schön. Okay, da kann sie von alleine. Weißt du was? Das war gut. Dass du den Feuerarm bemerkt hast. Danke. Yes, er hat sie gelobt. Und was ist jetzt? Nein, sag nicht, dass das Spiel jetzt hängt. Och, komm schon. Ich kann gerade gar nichts machen. Bitte sag mir, dass das Spiel gespeichert hat, sodass, wenn ich es jetzt neu starte, dass ich dann nicht wieder das nochmal machen muss. Drückt mir die Daumen. Ich werde es jetzt mal versuchen. Bis zum nächsten Mal. Naja, was heißt bis zum nächsten Mal? Die Folge wäre ein bisschen kurz, glaube ich, oder? Wenn ich die jetzt beende. Ja, das geht nicht. Okay, dann sehen wir uns in dieser Folge noch wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder und... ja, ich muss jetzt tatsächlich die ganze Stelle hier nochmal spielen, weil irgendwie das Spiel sich aufgehangen hatte. Unschöne Bugs, muss ich ehrlich sagen, liegt wahrscheinlich an der gammeligen Portierung von der Xbox zum PC. Das ist schade, das ist wirklich sehr, sehr schade, dafür, dass das Spiel sonst so schön und gut und toll ist. Aber solche Bugs, die schmälern dann das Spielgefühl doch sehr. Na gut. Ich kann ja froh sein, dass ich es überhaupt auf dem PC spielen kann. Da kann ich dich nicht rüberbringen. Oh, warte. Ich kann hier durch. Okay, ich finde einen anderen Weg herum. Hier ist eine Sicherheitstür. Gib mir eine Minute. Wahrscheinlich hier rüber? Gib mir eine Minute. Ja gut, dann jumpen wir hier ein bisschen rum. Ne, da kommen wir ja her. Die Richtung, da ist genau hier. Okay. Kommen wir hier runter. Okay, los geht's. Kaubens.
Selbst in der Zukunft gibt es noch Luftdrachen. Wir sind fast am Metallturm. Wahrscheinlich. Ich denke mal, dass uns gleich noch ein paar. Ich hoffe, das Spiel laggt gerade nicht. Ich habe irgendwie. Meine Festplatte nimmt gerade irgendwie sehr wenig Frames auf. Falls doch, tut es mir leid. Dann muss ich mal schauen, woran das liegt und vielleicht das nächste Mal lieber wieder mit Fraps aufnehmen, wenn Dick Story das irgendwie nicht hinbekommt. Okay. Wie sieht's aus? Wow. Da sind aber ein Haufen Max. Warte, ich mache einen Scan mit der Libelle. Sieht so aus, als müssten wir zu der Tür. Dummerweise deckt der Geschützturm sie ab. Okay. Der Mech hat den gleichen abnehmbaren Feuerarm. Jede Menge Mechs, aber die sind nicht aktiv. Okay, vermutlich können wir uns jetzt so ein bisschen aussuchen. Ich warte hier, bis es sicher ist. Bisschen aussuchen, wie wir da rüberkommen. Der Feuertyp scheint auch inaktiv zu sein. Ich hoffe, dass wir die jetzt nicht aufwecken. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie... Nein, das war... Okay, es sind nicht alle wach geworden. Mach das mal. Dann kann ich den hier mal eben... ausschalten. Ja, ich sehe es. Kann ich nicht hinter den gehen? Ich muss ihn doch irgendwie von hinten. Du solltest ihn jetzt ablenken. Danke. Okay. Gerade so. Da hinten ist ein Medipack. Ich glaube, ich hole mir das mal eben. Ich weiß nicht so genau, ob ich die Minigun... Kann ich die eigentlich nochmal wieder aufheben? Ich glaube nicht. Okay, gut. Dann lassen wir das eben sein. Dann Hauptsache, wir haben irgendwie wieder Leben. Nein! Hat das Ding auch ein Schild? Funktioniert nicht. Okay. Es wird schwächer. Vorsicht. Das heißt, wir müssen da wieder hin. Konnte man da hinten hoch? Denn okay. auf der Seite hier sieht das Viech uns ja nicht. Dann könnte man ja versuchen, da irgendwie hoch von hier aus dahin zu kommen. Aber ich sehe gerade nicht. Wahrscheinlich muss ich wieder hoch. Ich lasse sie mal ablenken, vorsichtshalber. Dann kann ich in der Zeit hier mich mal umgucken. Okay, gut. Da scheint ein Weg zu sein. Dann machen wir das doch mal. Ich hoffe, da geht es jetzt auch gleich durch. Aha. Nein, es geht natürlich nicht hier durch. Schade. Dann klappt das so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Schaffen wir es denn in der Zeit, wo sie das Viech ablenkt, da irgendwie rüberzukommen? Kommen wir da überhaupt rüber? Das ist ja eigentlich die wichtigere Frage. Wir könnten auch mal links gucken. Aber da sehe ich jetzt auch gerade nicht, wie ich da... Bestimmt gibt es mehrere Wege. Was ich hier an sich ziemlich cool finde. Aber... Natürlich auch so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Es wird schwächer. Vorsicht. Da ganz oben waren wir ja. Da ging es nicht weiter.
abballern können wir das Vieh nicht. Mit anderen Worten, wir müssen doch auf der anderen Seite lang. Ich schau mal, ob da ein Weg ist. Irgendwas muss ja gehen. Okay, sie muss wieder ablenken. Moment. Wie weit können wir jetzt in die Reichweite von denen? Ohne dass wir sie aufwecken. Ich glaube, das wird nichts. Vor allen Dingen, weil wir gerade voll in seiner... Ja. Gerade voll in der Schussreichweite standen. Okay, jetzt haben wir ihn aufgeweckt. Und es ist schwächer! Da kann auch irgendwie nur Trip rüber. Jo, klar, dreimal. Was denn das sonst nichts ist? Wenn es sonst nichts ist. Und vor allen Dingen so auf so einem total engen Raum. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir werden das nicht überleben. Nee. Ja, natürlich. Okay. Ja, ich mag die Checkpoints jetzt schon wirklich sehr gerne. Okay, aber nichtsdestotrotz ist die Folge ohnehin zu Ende. Wir sind jetzt nämlich so weit gekommen. Aber egal, in der nächsten Folge wird es besser. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn ich mich hier durchprügel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.